Ja, Markus Lönnes, herzlichen Glückwunsch. 3-2, knapp, aber gewonnen. Mannheim ist erreicht. Woran lag es, dass ihr heute so gut wart? Ja, wir haben uns die ganzen letzten Wochen wieder deutlich besser und gut präsentiert. Und das war heute der logische letzte Schritt, dass wir das Ding dann nochmal gedreht haben. Eins ist sicher, das war ein klarer, verdienter Sieg. Das haben auch alle Zuschauer so gesehen. Denn ihr wart in fast allen Belangen immer ein Tick schneller. Einsatzfreude, das fehlte beim DRC. Kann es daran liegen, dass der DRC gesagt hat, naja, ich bin ja schon in der Endrunde. Schön brav spielen, nur nicht verletzen. Oh, den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Also klar waren wir ein bisschen heißer, das liegt glaube ich, an der Natur der Sache. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass es dem DRC auch wichtig war, uns zu schlagen. Also jetzt vorbeigelassen haben sie uns nicht. Nee, das ist richtig. Wie siehst du denn eure Chancen gegen München? Ja, da haben wir eine schöne Revanche vom letzten Jahr und da freuen wir uns drauf. Da sind wir richtig heiß drauf. Warum soll es euch besser gehen als uns? Denn wir haben auch die Revanche vor Augen. Wir müssen gegen UAC. Dann hoffe ich nur, dass beiden Mannschaften am kommenden Wochenende in Mannheim, wo wir uns sehen, die Revanche dann glückt. Vielen Dank, Markus. Gerne. Ciao.